Ey, ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am Sonntagswo Dienstag. Der Tag ist gekommen, auf den ich so lange gewartet. Okay, ich habe es erst gestern geplant, dass ich das mache. Aber okay. Das heißt, heute ist der Gildenkampf. Der entscheidet, also heute kämpfen wir. Gott, ich bin aufgeregt. Merkt man das? Wir kämpfen, also wir machen heute einen Gildenkampf. Wenn wir alle drei Fights gewinnen, beschwöre ich meine Steine für Perna. Wie bereits angekündigt, beziehungsweise meine Erwartungen sind gerecht geworden. Also das, was ich gedacht habe, hat sich bewahrheitet. Mir fallen heute einfach keine Worte ein. Wir haben eine Low-Dev-Gilde, ja? Das heißt, wir müssen ein bisschen YOLO machen. Aber es ist ja trotzdem ganz lustig. Also ich freue mich drauf. Wir haben ja in letzter Zeit ganz viele harte Gildenkämpfe gehabt. Also nochmal so ein bisschen YOLO zwischendurch kann ja nicht schaden. Und was heißt das? Ich glaube, Comptoas will mir sagen, du sollst ganz sicher für Perna beschwören. Die wollten nicht, dass vielleicht ein starker Gegner kommt und wir verlieren. Also, ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Wir öffnen heute ein paar Steine. So, zwei Sachen vorher. Eins zu iOS 10, eins zu etwas, das ich nie von mir gedacht hätte. Als allererstes, einige haben gefragt, wie sieht es denn jetzt aus mit iOS 10? Laufen die Spiele flüssig? Ich habe Angst zu upgraden. Ja, momentan laufen jetzt alle Spiele flüssig, also die haben das quasi irgendwie gepatcht. Alles läuft gut. Also ich bin sehr zufrieden. Ist ein bisschen war eine kleine Umgewöhnung mit den Smileys, aber ansonsten läuft alles sehr gut. So, ich sitze momentan an Tier A Hard. What the fuck? Ja, also ich bin gerade auf dem Weg zu 70. Habe ich gestern gemacht, also normalerweise. Habe ich immer so bis 50 manuell gemacht. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann, ich weiß nicht, was gestern passiert ist, aber ich habe dann gestern 60 gemacht und bin jetzt auf dem Weg zu 70. Und irgendwie finde ich langsam ein klein wenig Freude daran. Also es dauert, es ist manchmal ein bisschen langweilig, aber doch irgendwie fordernd und spannend. Also vielleicht seht ihr in Zukunft TUAA Hard Videos, ja, also. Vielleicht. Ich baue mir nämlich momentan, oder ich habe die mal aus dem Lager geholt, ich habe noch keine Runen draufgepackt, aber vielleicht baue ich mir dann demnächst Aria und Basalt und Marv. 3 Sterne Level 12, den habe ich gestern Abend einfach mal erweckt und auf Level 12 gebracht. Vielleicht werde ich mir die drei bauen. Dann seht ihr ein bisschen TUA Hard Action, aber. Ich weiß noch nicht. Ich mache erstmal 70 danach diesem Video. Je nachdem, ob wir Perna ziehen oder nicht. Ja, also, ich schau mal. Aber wenigstens habe ich jetzt Lust auf TUA Hard. Das ist ja schon mal ein Vorteil. So, ich würde sagen, es ist Zeit für den Gegenkampf. Light X Dark versus Kaboom. Beginnen wir mit plus 2. Wir wollen ja YOLO machen. Ah, oh, hier sind Gegner. Nein, wir wollen keine High Def machen. Wir haben es jetzt besprochen, wir malen YOLO. Wir haben jetzt oft High Def gemacht, okay. Wir haben Wasser oder der hier. Ich glaube, ich bin für den, weil ich möchte euch was zeigen. Oh, hier sind auch die Monster vom letzten Mal drin. Oben nehmen wir auf jeden Fall Ciara. Und unten möchte ich, wartet, Galeone. Und ich möchte Shiva. Ja, ich möchte Shiva testen, weil Shiva benutzen wir nur in Necro. Und ich will einfach mal sehen, wie viel Damage die raushauen kann. Und ansonsten bauen wir noch einen Windtank. Dann soll ich Immensity einfach nehmen? Oder ich nehme Shasun, ja? Einfach damit es safe unten ist. Sonst nachher, also meine Shiva hat keinen Speed, deswegen ist die sehr slow. Und nachher geht dann dieser Laika auf meine Shiva und dann tötet er die und dann konnten wir die nicht sehen. Oben benutzen wir. Wir können ganz easy Kupfer benutzen, aber. Welche Monster sehen wir selten? Traktor kann ich nehmen, aber na. Ich weiß nicht, Rina. Okay, dann nehme ich Rina als Tank. Und dann nehme ich ansonsten noch. Wie wäre es denn mit ihm? Kein Plan warum. Einfach mal so benutzen, ja, dann sehen wir mal ein paar Monster. Die haben auch noch nicht mal, also die zwei Renat Accuracy in Slot 6, also sind einfach nur so Runen für den Weltenboss drauf.
What the fuck? Mein Spiel ist What the fuck, wer? Mein Schwert ist weg. Nicht euer fucking Ernst. Wow. Wow. Danke, Komtos. Danke. Mein Spiel ist einfach abgestürzt. Jetzt machen wir 2 plus 3, ja. Aber wow. Wow. Was sollte das? Hey, das ist so gemein. Ey, jetzt kann ich nicht... Jetzt bin ich direkt im Nachteil in einem Gegenkampf-Rating. Wow. Wow, es wird wahrscheinlich noch nicht mal angezeigt, dass ich ihn ange... Es ist nie mehr passiert. Es ist nie mehr passiert. Und wieso ist das Schwert weg? Wieso? Wieso machen die das so, dass das Schwert weg ist, wenn das Spiel abstürzt? Wieso? Wow. Jetzt bin ich böse. Das war so gemein, hey. Ach, fuck this piece of shit. So, jetzt machen wir... Mal jetzt aber was anderes oben. Na, machen wir das gleich. Ich mache jetzt zuerst hier das unten. Und oben mache ich das so. Boah, dieser Shit, Mann. So mies. Wieso ist das abgestürzt? Also, wow. 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 Wenn jetzt keine Pörner kommt, bin ich sauer. Bin ich sauer. So, machen wir das hier. Bam. Und bam. Und Rina, bam. Okay, er ist tot. Aber hey. Fucking piece of shit. So, bitte stun nicht. Okay, sehr gut. So, jetzt können wir aber Shiva wenigstens testen. Defense Break. Ich glaube, der Skiller. Mal gucken, wie viel die macht. Wie viel war das? Wie oft greift die an? Fünfmal. Fünfmal 5000. 25k. Eigentlich ganz nice, eh? Also Shiva macht decent Damage. Also alle Kitsunen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin nur böse, weil jetzt Dings weg ist. Wie sieht's aus? Dürfen wir Perna angreifen? Oder soll ich Perna einfach in Ruhe lassen, weil ich sie bekommen will? Ich glaube, wir müssen sie töten, damit sie bei mir wiedergeboren wird. So, wir machen oben bei Perna. Ich wollte benutzen ihn hier. Ja. Und dann will ich benutzen. Soll ich auch Rina benutzen? Na. Ich mach Shazoon, glaube ich, wieder als Heiler. Damit wir safe sind. Und dann benutze ich. Sollen wir nochmal Tyron benutzen? Nein, ich will einen Armor Breaker. Gut, dann nehme ich. Na, mein Homunculus kann auch nicht Armor breaken. Dann mache ich Orion, ja? Ob das klappt, ist die andere Frage. Und unten haben wir Ciao. Komm, wir nehmen jetzt einmal Kupfer. Ich bin böse. Warum ist mein Spiel abgestürzt? Eigentlich habe ich gesagt... Ist mir jetzt egal. Eigentlich habe ich ja gesagt, wir beschwören nur, wenn wir alle drei Kämpfe gewinnen. Aber hey, ich habe quasi gewonnen. Nur... Es war unfair, ja? Sehr gut. Und jetzt machen wir Attack Buff. Der macht nicht viel hier, der Typ. Aber ich will einfach nur mal gucken. So, zack. Zack, so einfach killt man eine Perna. Ja, so einfach. Und mein Orion killt den selbst. Den. Die Perna. Der Perna. Oh, nochmal Orion. Orion ist MVP gerade. Oh, und unser Dingsbums, der kommt kaum zum Zug. Der dient quasi eigentlich nur als Wassertank. Oh, Perna proct einmal. Ja, ja. Und jetzt machen wir nochmal Attack Buff. Und dann machen wir nochmal Harmless Prank. Weil Orion kommt immer zweimal vor dem Traktor zum Zug. Machen wir nochmal das hier. Bam, bam. Sehr gut. Und bam. Ich glaube, wir sind jetzt alle nur auf die Summons gespannt, ja? Bin ich sehr. Sehr, sehr. Vor allem, weil Komtos mich so geärgert hat mit dem Abstürzen. Wow, warum ist dieses fucking Spiel abgestürzt? Jetzt bin ich direkt hinter allen anderen. Also nach der Auswertung zählt es dann nur, als hätte ich zwei Fights. Seht ihr? Nur zwei. Zwei, wenn man auf mein Profil klickt. Nur zwei. Was ist mit dem letzten? Also natürlich hätte ich dann plus Nuller angegriffen, aber ich wollte jetzt 2, 3, 1 machen. Aber da wir jetzt ein Schwert verloren haben, mein paar Punkte durch die 2 plus 3, aber fuck this game. Okay, Reg dich ab, Heaven. Es ist nur ein Spiel.
Du mal Gildenkampf. Vielleicht bin ich immer so Gildenkampf, such die. Und das sollte passieren, um mich zu ärgern. Okay. Die Steine wurden zurückgesetzt. Alright. Ah, da sind sie. Ich hab nicht 700. Ich dachte irgendwie, ich habe 700. Wir haben doch irgendwie 900. Okay. Was ist denn in der neuen Woche? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, okay. Da beschwöre ich nicht, weil ich die habe. Okay. Ja. Also hier in der Woche mit Chao, nein, mit Taeyeon und Ritesh werde ich 1-2 Steine beschwören. Hier wegen Chiwoo glaube ich nur einen Stein oder zwei, vielleicht wegen Lucian. Aber in dieser Woche haben wir jetzt alle raus. Perna, bitte! Komm zu mir. Ich war gut. Ich war lieb. Ich war ein Engel auf Erden. Ich habe in den Gildenkämpfen gut gekämpft. Kommt, das war eben böse zu mir. Also bitte, mach's wieder gut, damit ich froh bin. Ja? Also los, Perna. Sag mal, was du machen, wenn Blitz kommt, mache ich die Augen zu. Wow, ich bin gerade sehr aufgeregt. Ich glaube irgendwie nicht, dass ein Blitz kommt, aber hey, nach diesem Absturz, vielleicht war es die Ankündigung von Perna. Wenn Blitz kommt, mache ich die Augen zu, ja? Ich erwarte keinen, aber. Okay, man weiß nie bei Steinen, ja? Also entweder kommt was oder es kommt nichts. Ist das nicht bei jedem Beschwörung so? Entweder kommt was oder es kommt nichts, aber okay. Bei Steinen kommt seltener was. Bitte ein Blitz mindestens. Komm schon, das sind 900 Steine. Los, kommt was. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, auch wenn eigentlich klar ist, dass sehr, sehr, sehr wahrscheinlich keine Perna kommt. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Oh, ich mach die Augen zu. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Forster, oder? Ich schaue. Ah, Himmelstänzer, okay. Mal weiter. Ja, immerhin ein Blitz. Und Feuer. Das ist schon mal richtig, ja? Wir brauchen aber Perna. Bitte. Bitte. Ah, ich habe Angst. Noch ein Blitz, please. Diese Huahi soll nicht alles gewesen sein. Los, kündige dich an. Durch einen erneuten Nein, bitte nicht nochmal abstürzen. Das reicht schon. Also, das war böse. Das war sehr böse. Wieso muss er ausgerechnet im Gildenkampf abstürzen? Wieso nicht kurz davor? Als ich gedacht habe, okay, den greifen wir an. Wieso erst, nachdem ich auf Kampf gedrückt habe? Oder auf Los? Was steht da? Los? Die Steine sind gleich weg. Es laggt. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Also nicht für ein Holen elementar, aber los, lag weiter und kommen Blitze. Ach shit. Mann. Bitte. Ah. Fuck. Das waren dann wahrscheinlich unsere einzigen Blitze. Last. Los. Ach fuck. Sollen wir Rage summon? Ich habe hier ein paar gesammelt. Ah. Ich wollte die doch bis zu meinem Geburtstag aufheben. Wisst ihr was? Ja oder nein? Ich werde es am Ende bereuen. Okay, wir machen nur die mystisch, oder? Soll ich? Ja. Bis zum nächsten Blitz. Weil ich habe ein gutes Gefühl. Der Lag heißt was. Ach Gott, sowas, so, ich bin doch nicht so einer, der Rage Summon macht. Was ist los mit mir? Seht ihr, was der Gildenkampf mit mir anstellt? Oh, ich mach die Augen zu. Was ist das? Hört man das am Ton, dass es ein Net 5 Star ist? Ich glaube schon, oder? Das ist ein 4 Star. Ein 4 Star. Fucking Rakshasa. Sollen wir weitermachen oder soll ich aufhören? Ach komm, bis zum nächsten Blitz. Aber jetzt ist der letzte Blitz, ja? Weil das war ein Zeichen für Ethna. Also eben Feuer, jetzt Wind, also vielleicht. Und der Lag ist so schön, also vielleicht. Es kündet sich in der 5 Star an, ich weiß es. Es wartet nur darauf, beschworen zu werden. Also. Ja. Wir machen weiter bis zum nächsten Blitz und dann höre ich endgültig auf. Egal wie lange der nächste Blitz dauert. Nächster Blitz, komm bitte. Ich muss gleich die Sachen sogar ins Lager packen. Ja, was ist das für ein Lag? Eben sage ich noch, iOS 10 läuft so gut. Ja, ja, und dann machst du das. Fucking Game. Boah, lag das. Richtig schlimm. Ich lade noch nicht mal ein Video hoch oder so, also gar nichts.
Ah, schade. Schade, also ich bin ein bisschen enttäuscht, aber naja, was erwartet man sonst? Die Frankensteins lasse ich mal draußen. Und so, ja, genau. Okay. Alright, dann wir haben noch ein bisschen was zu beschwören. Also wir haben zu beschwören, bis der nächste Blitz kommt. Ja, je nachdem, wie lange das dauert. Komm, bitte. Irgendwas Gutes. Also es könnte nur Lucian als Forster kommen, über das ich mich freue, oder Ned Pfeiffer. Und die Chance ist sehr gering. Aber man muss hoffen. Man muss vertrauen. Seht ihr, Kriegsmammut Skill-Ups für Basalt. Das ist ja schon mal okay. Bitte. Bitte. Ich weiß, ich habe tolle Monster. Aber irgendwann will man nochmal was Neues. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Los! Jetzt kommt kein Blitz mehr. In 30 kommt nur ein Blitz. Ist das dein Ernst? Kommt was? Okay, nächster Blitz. Mal die Augen zu. Was ist das? Ist wie ein Forster, oder? Ja, es muss ein Forster sein. Und. Oh! Ah! Ah! Juhu! Aber hey, wir haben jetzt Feuer, Wind, Wasser. Das heißt, der nächste Blitz. Ich gehe jetzt all in. Der nächste Blitz wird ein Ned Pfeiffer sein, weil wir jetzt alle Elemente durch haben. Ja? Stimmt das? Bekommen wir jetzt Light Dark Ned Pfeiff? Light Dark Ned Pfeiff? Ich habe zwei Stück. Soll ich? Ja. Ah, keine Blitze. Nein. Aber den Greif, den wollte ich schon immer mal. Aber okay. Also nicht schlecht, aber den baue ich nicht, aber okay. Blitze? Ah, hey, ich habe gedacht, noch ein Besorg. Das war ein Zeichen, dass sie sagen, mach T-Ray hard, you fucking bitch. Okay, machen wir die Legendary. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Seht ihr, zu was ihr mich jetzt überredet? Also ihr sagt nichts, aber. Sollen wir erst Feuer, Wasser, Wind? Machen wir erst Feuer, Wasser, Wind. Jetzt gehe ich. Marv. Oh my god, die sagen wirklich, mach T-Ray hard. Oh, Blitze. Augen zu. Was bekommen wir? Das ist wie am Forster wetten. Wartet. Und es ist. Oh! What? Fuck! Holy moly! Oh! Hi, kommt was? Ich bin sehr zufrieden. What the fuck? Ey, 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 ey. Das hat's gelohnt. All in, Baby. Yes! Keine Perna, aber ein Liker. Mo. Mo. Ich hab auch noch. God damn it. What? Ich hab grad, das wäre eine Windschriftrolle. Ha! Liker so gut. Ah! Heaven ist glücklich. Heaven ist gefuckt, diesen Gegenkampf. Ist mir auch egal, wer das Spiel abstürzt. Wow. Wow. Also in meiner Gilde hat letztens einer aus einem Stein Liker gezogen. Ja, für den beschwöre ich jetzt auch bald. Diese Woche sogar. Im nächsten Summoners War Video. Und er hat gesagt, ah, er liebt seinen Liker so gut. Ja. Und dann hat Lumia und noch so ein. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Noch ein anderer aus meiner Gilde gesagt, ah, Liker, was will man damit? Ich mag meinen Liker nicht. Und ich so, voll gut gegen Retouch. Und die so, ja, benutzen wir Perna. Und ich so, oh, ich beschwöre morgen Perna. Nö, ich beschwöre Liker. Beide gut. Bei. Ned Pfeiffer. Oh, ich freue mich so. So gut. So gut. So gut. So gut. Yes, keine Perna, aber Liker. Boah. Ich habe doch gesagt, ich spüre das. Wir machen das jetzt aber noch durch. Aber ich bin doof. Marv war doch in der Windschriftrolle. Okay. Legendary zum Abschluss. Jetzt mache ich dir, ich mach die Augen nochmal zu. Okay, und man hört es nicht, ob es Ned Pfeiffer da ist oder nicht. Also ich habe keinen Unterschied gehört. Und wir bekommen noch eine Rakshasa. Ah, Laika. Ah. Yes. Thanks. Oh my fucking God. Ha. Ha. Und wartet. Ich habe zwei Wasser-Ned Pfeiffers. Kami, Ariel. Dann habe ich zwei Wind-Ned Pfeiffer, Ciara, Tiana und ich hatte immer einen Feuer-Ned Pfeiffer. Dann dachte ich so, das nächste Ned Pfeiffer müsste ja, damit es in meinen Rahmen passt, Feuer sein, weil irgendwie kommen die Ned Pfeiffers bei mir so symmetrisch, also von den Elementen her. Es fehlt nur noch ein
Light net 5 Star, aber okay. Laika, yes! So gut. Ich mag den total gern. Hier einer sagt, Laika ist schlecht. Laika ist mega. Können wir. Oh! 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 Oha! Oha! Oder sollen wir das fürs nächste Video machen? Ah, Laika, so gut. Wartet, haben wir. Gratzhörn. Thanks! Also, ich meine. Ich habe jetzt auch alles rausgehauen, ja, aber ich wäre traurig gewesen, wenn es nichts. Schau durch diese Shit hier an, den wir beschworen. Ich kann nicht reden, ich zittere. Hilfe. Hilfe. God damn. Ist mir auch egal, dass bei den Steinen jetzt nur die hier rauskamen. Egal. Egal. Achso, da war noch eine Rakshasa. Ich zittere, was soll ich machen? Warte, ich wollte ja was nachgucken. So, erstmal sperren und jetzt ins Lager packen. Mein Inventar ist nämlich gerade hier voll. Holy shit. Boah. Okay, wartet, wir bauen Besold Skill Ups. Marv Skill Ups sind schon im Lager. Okay. Und dann, oh, den Horus habe ich ja auch bekommen. Also das ist kein Horus, aber den Greif. Okay, die ball ich mal hier. So, für Laika haben wir. Holy shit, dass der da einfach kam. What the fuck? Haben wir jetzt hier Feuer Angel Mons? Das wollte ich gucken. Oder was habe ich als letztes mit. Was habe ich mit Feuer Angel Mons gelevelt? Ah, mein Homunculus. Weil der Feuer war. Ah, wir haben keine mehr übrig. Shit, das heißt, ich muss den wirklich leveln. Ich muss leveln. Was ist das? Seit wann levelt man seine Monster? Okay, dann. Ah, ich freue mich so. Ich freue mich so unglaublich sehr. Okay, ja. Dann, sehen wir uns mit Laika im im Samstagsvideo wieder. Weil ich bin Freitag und Samstag den ganzen Tag weg. Deswegen muss ich das Video vorproduzieren. Und, wir machen dann Laika zum Six-Star. Und ich guck mal. Nun, dann reden wir ein bisschen mit dem. Ja, dann machen wir quasi so ein Guide. So ein Laika-Guide, ja. Also dann mache ich nochmal so eine Vorstellung. Das nehme ich dann im Voraus auf. God damn it, ich bin so froh. Hat sich dann doch gelohnt. Ja, manchmal lohnt sich Rage Summon. Ha! God, so nice. Okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mein Herz ist gestorben hierbei, ja. Es war. Crazy. Holy shit. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank für die ganzen Grats in den Kommentaren und auch für die ganzen Fuck Yous. Ich weiß, wie Leute schreiben so, ach du Mistkerl. Ich kann nichts dafür, aber ich bin froh, ja. So, ich habe gehört, wenn ihr diesem Video einen Like gebt, dann habt ihr in den nächsten 3 Jahren nur noch Glück. Ja, und es wird euch gut gehen. Ich denke, das ist ein schönes Angebot. Und das macht jeden glücklich. So, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Summer of War Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.